Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria, das Alisha DLC. In der letzten Folge haben wir das DLC begonnen, haben Rose getroffen, die uns nicht sagen will, was mit Zoe los ist. Und ja, voll auf Alisha rumhackt. Ihr sagt, dass sie nicht Freunde sind oder sowas. Meine Meinung zu der Szene habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Fand ich richtig beschissen gemacht. Und ja. Wir gehen zum Ritterturm und da ist ein Ritterturm, okay. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also bis jetzt, weiß ich nicht. Bis jetzt ist Rose mein meistgehasster Charakter. Und ja, ich weiß, wird schon seine Gründe haben, warum die Alisha nicht sagt, was los ist. Aber ja, wie sie hat geregelt hat, fand ich richtig beschissen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ja, mehr nicht, war ich richtig beschissen. Aber wahrscheinlich wird das Spiel natürlich alles so hindrehen, dass ihre Taten gerechtfertigt sind, dass man sich denkt, ah ja, okay, jetzt verstehe ich total, was los ist. Aber nö. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass bei mir der Fall sein wird. Aber werden wir ja sehen. Jedenfalls, wir müssen zum Ritterturm. Wir müssen da übernachten. Weil Alisha es so will. Ich denke, es ist auch weg. Ja, okay, wir können sie ja nicht sehen, ne? Ist klar. Okay, da ist noch nicht mal irgendwie ein Eingang. Also ich glaube, die ganze Weltkarte ist hier sehr, sehr. Sind Normans eigentlich auch Seraphen? Nee, ne? Normans, weil da am Friedhof war ja ein Norman und hätte ich ihn sehen können mit Alisha. Oh, das ist halt meine Güte. Wie konnte ich sowas schon wieder übersehen, ne? Und ja, guck mal. Wie es so weit geht. Ist das Spiel überhaupt noch auf schwer? Hoch, was? Okay. Naja, stimmt. Ich habe. Aber wenn die dann. Oh, da war ein Kraut und ich kann das nicht nehmen. Danke. Weil sie es verdient hat? Oder irgendwie ist das Spiel irgendwie ein bisschen am Längen, wenn es so in Cutscenes rüber geht. Niemand unternimmt irgendetwas, dass in den Städten irgendwie Kämpfe ausbrechen oder so. あの子、アリーシャさんはロゼさんを戦争が招いた問題に巻き込みたくないのですね。けど、あいつらヒョウマだ。アリーシャじゃかなわないよ。うるさい。聞いて。私の言葉を。それでも力を借りずにここは何とかするし、何とかしたら安心してどんな事実でも話してほしいってことかしらね。 本当不器用だな。あの子自身があいつらを浄化すれば、ウィンウィンの一挙両得一網打尽の一石二鳥。今はそういうことにしといてあげるわ。ロゼさん、アリーシャさんと十種契約しましょう。もうしょうがないな。不器用なのはお互い様ね。 無用って。だったら重視やる。は？自分でやってみせるんでしょ。やる。ライダー。我が宿りし聖なる枝に新たなる芽いずる。花は実り、実はために巡りし祝宴をここにことほがん。今
Aber das ist sowieso kein Merken. Ich kenne nur Force Mayhem, das ist von Layla, glaube ich. Wo sind die Typen? Da, ich werde natürlich in diesem DLC durchgehen mit Alicia spielen. Schon mal vorgewarnt. Alicias DLC, also wenn wir auch Alicia spielen. Wie viele Level sind die überhaupt jetzt? 91. Da muss ich den Schwierigkeitsgrad doch wieder höher stellen. Ja, war ein bisschen zu einfach, fand ich. Ganz ungleich gut mit diesen Fischen umgehen, ja. Aber wir werden den Schwierigkeitsgrad doch wieder höher stellen. Auf hoch. お二人の力がないと対処できませんでした。まだまだです。そうね。あれじゃまだわかんない。おやすみ。ロゼさん、アリーシャさん。面白くなってきたわね。 Okay. Damit kann ich schon wieder leben. Weil die haben sich gezankt. Wenn die jetzt schon wieder beste Freundin gewesen wären, wäre ein bisschen blöd gewesen. Muss ich so eine Zubehörteile festlegen? Ja, keine Ahnung. Habe ich wieder so angepasst, jetzt Bandit fortfahren. Was? Ach, bekommt sie jetzt die Dingens oder was? Diese Klamotten. Ah, okay. De, doste Kōmu no Seisou ni? Han Kyūsen no Kageki ha no yatsura tte Hyōma bakka janai? Nanka ura ni yabai yatsu ga ii n janai ka na tte. Otae ni natte nai yo. 私はそれ確認しなきゃなんないの。答えになってないってば。おとり。は?その格好なら誰が見ても時の人アリーシャリフだだってわかるでしょ?襲われて。はぁ?昨日重視契約したじゃん。私を手伝うのは当然。お分かり?え?あれってロゼとの重視契約だった?そうだよ。 スレイでなく?うん。わかった。過激派の裏にヒョウマがいないか確認するために、アジトを探す。そのにおとりになるってことでいい?重視契約が私とだった理由、聞かないんだ。どうせ教えてくれないでしょ。まあね。私たちは蚊帳の外ね。ああ、そんなつもりは!ごめんなさい!よろしくお願いしますね、アリーシャさん。 さて、じゃあ、言っておきますけど、重視でおとりだけど、この作戦は私が中心です。行き先、行動、各種決定権は私が持つべき。お分かり?お、お、しっかりみてて。うん、見てる。にしてもさ、何?お姫様、なんか口調だけすぎかな?ロゼのせいでしょ?逆ギレ?なんか映っちゃったんだ。普通の女の子の練習。
してたんじゃないの？してないってば。どうだ、これで役者も揃って舞台も整ったぞ。役場を互いに。War nicht Edna? Da war Simone. Ja, sie kann mit niemanden sich verbinden. Das finde ich schon mal kacke. Als Edna bleibt normal, damit sie sich mit ihm verbinden kann, dann haben wir sie nämlich zum Heilen. Der erneute Provisorspark. Ach ja, gibt ja auch Trophäen hier. Ja. Nehmen wir mal die anderen Charaktere. Ich habe, glaube ich, Geld von noch nicht. Ich hoffe, es geht auf Level 30 nur. Aber hier habe ich Snack-Zubereitung auch bald voll. Also ja. Schon viel maximiert hier. Backbestellung habe ich mal gemacht. Katzwaffen spielt. Ah. Man, das gleicht nicht. Also, welcher davon ist der stärkste jetzt? Okay, Desintrigator ist der stärkste von Sorey, also nehme ich mal an. Der unterste. Aber kann ich nicht so vernünftig ranzoomen? Ich möchte mal. Verdammt nochmal gucken. Ja, hier. Fristat. Kann ich jetzt nicht die Klamotten austauschen? Nee, ne? Kann jetzt sie auch. Mit Kampfmusik, okay. Gut. Nur von der Stadt nach Hinweis nach den Extremisten. Das ist aber ein bisschen an wie Zerwelt. Da bin ich mir nur ein. Auch jetzt bist du wieder da. Es geht. Das ist keine weitere Kriege, hier jetzt mehr gehen wird. Okay. Jetzt können wir hoffentlich mehr oder weniger überall hin, oder? Ich muss die ganze Karte nochmal aufdecken, ja. Also die ganzen Speicherpunkte und so. Okay, warte mal. Okay, hier kann ich glaube ich nicht erkennen, wo ich überall hin kann, ne? Mal schauen. Ich nehme an, so länger als 10 Parts wird es bestimmt nicht. Aber DLC. So, Geldpfund. Dann vielleicht ins Gasthaus gehen und gucken, ob ein Skit irgendwie kommt. Sattetto. Arisha, Kagekiha no Ajito no Meboshi. Kishidan wa tsukete nai no? 干渉地帯も広いから、ラストンベルの近くじゃないのは確かだよ。この辺りは捜索済みだから。となると、グレイブガント盆地あたりってことか。そうね。ファルクエン丘陵にもなかったし。どうかしました？グレイブガント盆地にはエドナさんが封じた秘密の場所があるんです。嫌な予感。行ってみよう、ロゼ。Okay. Wir meinen die Ruinen, wo schon war. Ich glaube nicht, ne? Doink. Die gefürchtete Pyjama Party. Okay. Ja, was mit denen überhaupt? Ja, so ne? Nashi? 女性ばかりで旅するのも良さそうだなってですね。実は女子会というのに憧れてて。女子会？女子会、確か伝説の荒行だったかしら。食欲や物欲を制御しながら集団で話術や語学、情報の収集、処理能力を連発しつつ、作戦立案能力や財務能力をも駆使しなければ無事に終われない。厳しいものだそうよ。エドナさん、想像していたものと全然違う。最大の敵はドゥターキャンという魔物。魔物まで？女子会。
本当は恐ろしいものだったんですね。そうよ。甘く見てるとやばいわ。Also stellt ihr alle mit Alicia an. いじってるんだよ。そう信じたいです。Hat keiner von euch eine Pyjama-Party schon mal gemacht, oder wie? Boah. ほんと、影響受けやすい子。もともとの口調もマルトランさんの影響なのでしょうか。影響を受けた相手に対して、いろんな顔を作ってきた。そんなところかしら。ですが、王女、騎士、普通の女の子。どれも彼女の本当の姿ですわ。本人がそれに気づくかしらね。きっと大丈夫ですわ。ロゼは無理だと思ってるみたいだけど。そうでしょうか。ロゼさんは、共に時間を過ごすことを選びましたよ。まあいいわ。しばらく退屈しなさそうだし。見守りましょう、お二人を。Ich sehe, wie er, ich sehe, wie er auf sie aufpasst. Ja, nur Geheimnisse. Ich habe ja schon oft gesagt, wie ein Fan, ich, wie sehr ich ein Fan davon bin. Das ist das Schlimmste, was du in einem Rollenspiel machen kannst, den Spieler so vollkommen im Dunkeln zu lassen. Also nicht den Spieler, aber den Hauptcharakter. Ja, das ist das Gemeinste, was man machen kann. Fragezeichen, ehrlich? Ich muss die ganzen Orte nochmal neu erkunden. Aber ich kann nicht zur Wiese des Triumphes gehen. Scheint echt nur auf ein paar Gebiete beschränkt zu sein, habe ich das Gefühl. Da war ich Computer. Gut. Tun wir mal ein, zwei Gegner hier so bekämpfen. Warum sind hier so viele Leute immer am Umlaufen? Weil hier sind noch Heli uns am Rumlaufen, Junge. Oh, du bist ein neues Viech. Holzhack. Ja, ich werde den Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ja, geile Kamerafahrt schon wieder. Vielleicht halten wir ja Alicia als Charakter frei nach dem DLC. Da war ja Rot. Hauptspiel. Also als sie nicht irgendwie in den Cutscenes oder so anwesend ist. Aber dass sie wenigstens irgendwie so ausgehbar ist als Charakter. Das wäre irgendwie gut. Ja, jetzt fährt er wieder ohne Ende ab. Ja, warum haben die eine undurchdringbare Abwehr? Jetzt ganz ehrlich, das ist ein bisschen blöd. Da hoch. Jetzt müssen die Gegner auf meinem Level sein. Vielleicht gesagt, nur jeden Gegner einmal so bekämpfen. Mich den, ich nehme an, in der Datenbank habe. Der Monster Datenbank, was weiß ich. 96, okay. Warum hat das eine erhöhte Fähigkeit? Donnerkrachen, gar nichts. Ja, hier kommen wir durch deinen um den einen, ich komme hier um einen. Boah. War blöd abgetimt. Meine Güte. Wieder ein Speer des drohenden Todes. Ist da besser als meiner? Fähigkeitenmäßig. Feuerangriffskraft, ne? Warum nicht Donnerangriffskraft? Gibt's glaube ich gar nicht in dem Spiel. Obwohl Donner ist glaube ich meistens oft spielen immer so in Verbindung aus Wind und Feuer. Aber da kann ich glaube ich auch nicht hin, ne? Nö, da ist nirgends so was.
Wenigstens haben wir die ganzen Effekte noch hier von den Herrschern des Landes. Können jetzt in diesen Kisten eigentlich auch diese Titanen auftauchen? Das wäre doch nicht schlecht. Oh, hier sind wir. Okay. Und sogar aus dem Originalspiel so übernommen, da diese Kinder waren. Kann ich dann theoretisch? Ne, könnte ich nicht, ne? Da kam ja Cutscenes mit Soray und so. Ich habe mir so gedacht, dass ich irgendwie eine Quest anfangen kann. Warte mal, was passiert überhaupt, wenn ich mit Rose rede? Jetzt lass ich in diesen kleinen Raum laufen. Ich bin ganz Rocks, ich weiß nicht, was. Ja, warte, lauf mir mal hier ganz rum. Wenn man ja die Geschichte von den Hirten so richtig versteht, dann taucht noch immer wieder irgendwie Dunkelheit auf, und wieder ein neuer Gegner. Dann taucht auch immer wieder ein Hirte auf. Ja, ich habe irgendwie falsch verstanden, ganz am Anfang. Warte mal, halt gerade auf. Ich konnte mich halt zum Lastenbär mal hin teleportieren. Heißt das? Ich konnte mich nur teleportieren bewegen, weil kommt man nochmal zum Lastenbär. Kommt man noch gar nicht von Marlin aus sein, nehmen wir an, extrem extrem Umweg nimmt. Ist er überhaupt miteinander verbunden? Könnte man überhaupt zu Fuß erreichen? Nee, ne? Das heißt, den Damensee könnte man gar nicht hin. Aber muss man irgendwann, weil ich kann irgendwie diese einen Fähigkeit von Rose, konnte ich da irgendwie Sachen hier manipulieren, die ich kaufen kann. Und dann nehme ich mal an, man kann doch irgendwie nach Damensee irgendwann mal sehen. Fragezeichen, ich frage mich, was das für ein Ort ist. Dann wieder der Ort mit dem most awesome music ever. Oder auch nicht. Ah, neues Gebiet. Was ist mit der Musik hier los? Warum kommt denn nicht diese König der Löwen Musik? Erinnert mich einfach daran. Wie heißt du, Mamu? Ja. Ihr seid schon auf meinem Level. Jo, hey. Aber ich will nur Alicia spielen. Egal wie stark die Gegner werden. Das ist jetzt Alicia Story. Also, spielen wir auch Alicia. Oh, das waren gute Erfahrungspunkte. Ja, du bist neu, komm her. Schlitz. Ich meine, Stich. Der Loch in der Mitte hat, war ich. Oh, Mr. Shark. Du willst dich gar nicht verbinden mit den Piraten, kann das sein? Hört auf, Alicia hat die meisten AP. Sehr gut. Ich werde DLC heute gerne schaffen. Da warte ich irgendwie so 3-4 Stunden oder so, ne? Wo ich nicht mehr so viel aufnehmen werde anscheinend. Ja, lass mal gucken. Sind der neue Gegner. Mammut.
Okay, die scheinen doch schon irgendwo anders aufgetaucht zu sein. Was mit den Extremisten? Ja. Weiß nicht, ob das was bringt. Ich möchte halt alle Gegner bei mir haben. Vielleicht kommen ja auch noch eine Boss, einige Bosse und so vor und ich kann noch ein paar Kugeln bekommen. Ich hoffe, dass ich irgendwie, weil ich mich vorbereitet habe, werde dann, wenn ich wieder zurück zum Dings gehe, ja, zum Hauptspiel, ich dann hoffentlich die Gegenstände und so mitnehmen kann. So, Leons. Gut, dann. Da kann ich nicht hin. Wow, die mich hier echt abgrenzen von allen. Dann beende ich den Part hier. Und wir gehen dann weiter in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.